Hallo meine Damen und Herren, wir haben etwas Cash übrig und wollen dies so investieren, dass wir möglichst wenig Risiko eingehen und dabei gleichzeitig auch nicht komplett leer ausgehen, sprich auf dem Sparbuch irgendwo quasi uns die Inflation das Ganze auffrisst, zu sehr auffrisst. Deswegen wollen wir hier mal ein bisschen rumgoogeln und da ist mir das erste Video entgegengesprungen, Top 9 Dividendenaktien für die Ewigkeit. Das hört sich schon mal sehr, sehr gut an, 2022. Und da ich ja auch schon seit über 20 Jahren mich mit dem Thema mehr oder weniger beschäftige, leider kann man auch dazu sagen, wer weiß, hätte ich mich nie angefangen damit zu beschäftigen, wäre ich vielleicht heute reicher. Aber ja, gut, das kann niemand wirklich wissen. Hören wir mal rein. Für die Ewigkeit vorstellen. Bevor ich dir meine persönlichen Top-Dividendenaktien vorstelle, möchte ich ganz kurz beschreiben, was eine gute Dividendenaktie ausmacht. Ist es eine niedrige Ausschüttungsquote oder eine hohe Dividendenrendite? Um eine erfolgreiche Dividendenstrategie umzusetzen, sollten die gleichen Basics gelten wie bei jedem anderen Aktienkauf auch. Man sollte auf ein gutes Geschäftsmodell achten, das Unternehmen sollte ein solides Wachstum haben, es sollte nicht zu hoch verschuldet sein. Wir wollen die Aktien neu. Jungs, Auf Platz Nummer 9 jetzt. steht Starbucks. Starbucks werden die meisten sicherlich kennen. Dort kann man Basics. überteuerte Zuckergetränke mit Kaffeegeschmack kaufen. Auch wenn echte Kaffeeliebhaber wohl eher weniger zu den Zielkunden von Starbucks zählen, hat sich das Kaffeehaus eine sehr starke Marke wirklich ist, beziehungsweise Umsatz- und Gewinnentwicklung sehen. Man sieht, dass das Unternehmen den Umsatz und auch den Gewinn. 20 gab es einen spürbaren Einbruch. Maskenfilterkaffee hat sich bei der Kundschaft wohl nicht so richtig durchgesetzt. Starbucks ist hier aber sehr stark zurückgekommen und nicht nur für Dividendenausschüttungsquote ist mit 50% völlig im Rahmen. Ja, aber komm, 2,4% Dividende, sorry. Wir haben knapp 10% offiziell Inflation und selbst wenn die zurückkommen sollte auf, mal angenommen, im äußersten Fall, im besten Fall auf 5% zurückfällt, auf 4 oder 5%, dann habe ich mit 2,4% Dividende ja immer noch einen Verlust. Also quasi jegliche Kursentwicklung halt nicht mit einbezogen. Das ist doch lächerlich, 2,4% erneut. Also da kann ich auch US-Staatsanleihen kaufen, ja, kriege ich mehr. Mit einem 21er KGV ist die Aktie derzeit fair bewertet und hat es mit einem soliden Gesamtpaket in meine Top 9 Dividenden, Deine Meinung. die zur Herstellung von Computerchips genutzt werden. Zu den Kunden zählt unter anderem auch der größte Chiphersteller, mag einige Dividendenjäger hier abschrecken. Ist jetzt nicht dein Ernst. 1,1% wieder. Also du kannst doch nicht eine Aktie mit so einem Titel, ja, also deswegen habe ich das geklickt. Ich muss mal gleich mal ein Dislike machen hier. Das geht ja gar nicht. Das ist doch keine Dividendenaktie, sowas. Da kann ich gleich Apple kaufen. Ja, selbst Microsoft hat mehr Dividende. Also, sorry. Platz 7. Ah ja, es wird besser. Platz Nummer 7. Hier habe ich eine sehr typische Dividendenaktie für die Ewigkeit ausgesucht. Es ist wohl der größte Immobilienkonzern der Welt. Na, kannst du es vielleicht erraten? Richtig, McDonald's. Obwohl, hä, Moment mal, McDonald's ein Immobilienkonzern? Ja, genau. Das Unternehmen besitzt etwa 45% der Grundstücke und 70% der Gebäude an seinen über 36.000 Standorten. Davon wären 26, wäre mir die Aktie derzeit etwas zu 1% teuer, aber Dividende. langfristig mit einem KGV von bei McDonald's liegt derzeit mit einem KGV von 26 wäre mir 26 KG. Und zudem ist es auch noch letztendlich eine eigentlich kriminelle Firma, ja, die diesen Fraß kleinen Kindern quasi vorwirft. Das ist einfach schlimmer wie Rüstungskonzern, meiner Meinung nach. Ist absolutes No-Go. Ich hoffe, es wird besser. Platz 6. offen. Weiter geht es mit Platz Nummer 6. Diese Aktie wird oft nicht als Dividendenaktie wahrgenommen. Dafür kann das Unternehmen mit einem sehr starken Wachstum, sehr hoher Profitabilität und einem nahezu unüberwindbaren Programm punkten. Das Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre liegt bei über 30% bei einer Nettogewinnmarge von 37,6%. Das Unternehmen für die Ewigkeit. Schon Die wieder Ausschüttungsquote ein. liegt gerade einmal bei 25%. Mit einem 27er KGV ist die Aktie zwar nicht super günstig, aber okay bewertet und eignet sich hervorragend für einen langfristigen Sparplan. Wenn du übrigens noch nach einem guten Broker suchst, dann schau mal gerne in den ersten Kommentar unter diesem Video. Dort kann man Aktien wie Microsoft Genau. Prozent. Dividendeninvestoren werden sich Microsoft. fragen und auch ich selber nutze diesen Broker schon seit einiger Zeit. Weiter geht es mit der Top-Dividende. Da einige Kunden ihr Geld aus dem turbulenten Markt genommen haben. Mit den iShares ETFs von BlackRock können Anleger in alle möglichen Indizes. Ja, BlackRock dominiert die Welt, hat die größte Serverfarm, ja, die es gibt aktuell. Das ist ein No-Brainer. Was haben die, wie viel Dividende haben die? Wo steht das? 2,8% immer noch lächerlich. Aber
Es geht wenigstens schon mal in Richtung 3%. Ich will jetzt mal eine Aktie sehen mit über 5% Dividende. Was soll denn das? Nike? Boah, Wahnsinn. Ich werde ja wahnsinnig hier. Was haben wir hier? Ich meine, das sind alles Marktdominanten. Das Unternehmen heißt Lowe's und ist eine sehr große Baumarktkette in den USA. Man bekommt hier alles, was man für das Eigenheim und den Garten so benötigt. In Zukunft Nutzungsquote über niedrigen 26%. 1,86. Geil. Das ist richtig auf die Kommastelle ausgerechnet, oder? Auf Platz Nummer 2 haben wir einen sehr soliden Einzelhändler, das Unternehmen bzw. die Einzelgeschäfte Haushalt so benötigt. Das Geschäftsmodell an sich ist super einfach zu verstehen, aber wie sieht es hier mit dem langfristigen Burggraben im Vergleich zu anderen Einzelhändlern wie Walmart oder Costco aus? Target hat eine Nettogewinnmarge von 5,5%, Kostenanstieg. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,16% bei einer Ausschüttungsquote von nur. Findet sich eine Aktie wieder, die aus meiner Sicht die sicherste Dividendenaktie der Welt ist. Das Unternehmen Jetzt kommt's, die Nummer 1. hat eine Erfolgsstory hinter sich, die seinesgleichen sucht. Ebenso besonders und so wahrscheinlich der letzten 5 Jahre liegt beim 6. Coca-Cola, was haben wir jetzt hier für eine Dividende? Über 2%? weiter wachsen. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,76% und Meine die Güte. Ausschüttungsquote bei 72%. Der hat von den 9 Aktien, sogenannte Dividendenaktien, nicht eine einzige, die mehr als 3% hat. Ja, ich meine, ich verstehe das, aber trotzdem, das ist, was ist, was soll das sein? Was ist das für eine seltsame? Naja, gut. Kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden. Für mich sind diese Aktien alle nichts.